Von solchen absonderlichen Verboten wissen die Menschen hier viel zu berichten. Im Stadtteil Jänische Heer gibt es seit 2 Jahren ein Kulturzentrum der örtlichen Stadtverwaltung. Man wollte die Jugendlichen von der Straße holen. Eine Offensive gegen Kriminalität und Drogenabhängigkeit. Mit Erfolg. Allein im letzten Jahr nahmen 600 Kinder und Jugendliche das große Angebot wahr und besuchten hier Kurse. Nur mit Kurdisch sei das etwas schwieriger, erzählt Bürgermeister Firat Anle. Uns wurde per Gesetz verboten, dass Kinder Kurdischkurse besuchen dürfen. Wir müssen uns zwar daran halten, aber inoffiziell wird es in den Stadtteilzentren doch gelehrt, mit der Unterstützung von Eltern und ehrenamtlichen Lehrern. Über 100 Verfahren gibt es deswegen mittlerweile. Keine Straße, kein Park darf hier einen kurdischen Namen tragen, erklärt der Bürgermeister. Sie sind der Kinderchor von Jänische Heer und zwischen 12 und 17 Jahre. Der Staatsanwalt erklärt, sie hätten für eine terroristische Organisation geworben, fordert Haftstrafen für sie. Dabei hatten sie auf einem internationalen Musikfestival in San Francisco lediglich ein altes kurdisches Lied gesungen, einen Marsch, der zur Nationalhymne der nordirakischen Kurden wurde. Der Staatsanwalt ließ alle Kinder verhören. Der Chorleiter konnte vor seiner Verhaftung in die USA fliehen. Natürlich haben wir Angst, denn sie fordern eine Strafe von 5 Jahren. In der Schule ist es verboten, Kurdisch zu sprechen. Wenn man es tut, wird man bestraft. Protest gegen die Militäroperationen im Nordirak vor einigen Wochen. Die Demonstranten fordern Dialog statt Krieg. Aber davon halten Zivilpolizisten wenig. Auch viele Studenten der Dijele-Universität in Diyarbakir sind gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Wir sind auf dem Campus mit Mesut und Lorin verabredet. Eigentlich wollten sie uns schildern, warum in den letzten Wochen 60 Studenten verhaftet wurden. Aber die Ereignisse überschlagen sich. Gestern Abend wurden 6 Freunde von uns festgenommen. Das passiert hier ständig. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, wurde jemand verhaftet. Nun müssen auch sie vorsichtig sein. Wir brechen das Interview ab, denn Zivilpolizisten sind auf uns aufmerksam geworden. Später erzählen uns die beiden, dass sie in verschiedenen Verfahren angeklagt sind. Sie fordern Haftstrafen von 24 und 30 Jahren für uns, sagen sie. Und das alles nur, weil wir uns an erlaubten Aktionen beteiligt haben, weil wir Frieden gefordert haben, weil wir gegen den Krieg sind und das öffentlich geäußert haben. Ich wurde angeklagt, weil ich am Umwelttag Bäume gegen die geplante Zerstörung der antiken Stadt Hasan Cave gepflanzt habe. Wir haben dort eine Kundgebung gemacht und Müll gesammelt. Selbst das haben sie als Propaganda für eine terroristische Organisation gewertet. Die Lage der Menschenrechte in den kurdischen Gebieten ist noch immer besorgniserregend, erläutert Ali Akinche vom Menschenrechtsverein. Wenn wir das zur Sprache bringen, werden wir selber angeklagt. Kurden stehen unter Generalverdacht. Und es gibt viele Übergriffe, sagt er. Vor 5 Monaten sind die Lebensmittelgeschäfte einer Familie in Bursa nur deshalb zerstört worden, weil sie aus dem kurdischen Mardin stammt. Es gibt ultranationalistische Kreise, die sogar dazu aufrufen, nicht bei Kurden zu kaufen und keine kurdischen Gerichte zu essen. Selahattin Demirtas ist auf dem Weg zu einer Kundgebung in Bingöl, knapp 150 Kilometer nördlich von Diyarbakir. Es gibt hier viele Festnahmen und es wird noch immer in Polizeihaft gefoltert. Man kann nicht einmal seine Meinung frei äußern. Auf der weiteren Fahrt müssen wir Militärkontrollen passieren. Filmen ist nur aus sicherem Abstand möglich. Seit den neuen Kämpfen zwischen PKK und türkischer Armee gibt es wieder mehr Soldaten in den kurdischen Gebieten. 400.000 sollen es sein. Wer hier in den ländlichen Provinzen für die DTP arbeitet, lebt gefährlich, erzählt Selahattin Demirtas. In diesem Land sind in letzter Zeit 35 unserer Parteibüros in Brand gesteckt und zerstört worden.
Es ist Abend geworden und Selahattin Demirtas ist zurück in Diyarbakir. Besuch bei der Familie von Aziz, der seit 6 Wochen in Haft ist. Aziz ist Parteigründer der DTP. Sein Fall ist nur einer von vielen, erläutert der Abgeordnete. Seit September sind allein in Diyarbakir 130 DTPler bei Aktionen festgenommen worden. Meist bei Kundgebungen. 80 von ihnen sitzen noch immer in Haft. Die Türkei ist Beitrittskandidat zur EU. In 5 bis 10 Jahren könnte sie Mitglied der EU sein, wenn die Verhandlungen weitergehen. Aber hier ist einer der Gründer unserer Partei verhaftet worden, nur weil er ein Bild von Abdullah Öcalan hochgehalten hat. Am Vorabend des Neujahrsfestes wird auch vor dem Gebäude der DTP das Nevros-Feuer angezündet. Nach der Legende erschlug einst der Schmied Kawa den Tyrannen Dehak und verkündete die Nachricht im Land durch Freudenfeuer. Für uns Kurden ist Nevros ein Symbol von Hoffnung und Widerstand, erklärt Ahmet Türk, der zum Fest in kurdischer Tracht erscheint. Die Fahrt der Abgeordneten zur Kundgebung gleicht einem Triumphzug. In Diyarbakir und überall dort, wo die Kurden ihr Fest feiern dürfen, bleibt es an diesem Tag friedlich. Aber in Van und anderen Städten, in denen es verboten wird, enden die Feiern blutig. Dieses Volk hat einen sehr hohen Preis gezahlt. Es hat im Kampf für seine Freiheit sein Leben gegeben. Seine Dörfer wurden zerstört. Ohne die Lösung der kurdischen Frage kann es auch keine Fortschritte bei der Demokratisierung unseres Landes geben. Wir sagen das allen noch einmal ganz klar. Die Demokratie in diesem Land hängt mit der kurdischen Frage zusammen. Das Nevros-Fest geht für die Kurden zu Ende. Aber die Verbotsdrohung gegen ihre Partei geht weiter. Auch 85 Jahre nach Gründung der türkischen Republik müssen die 15 Millionen Kurden und andere Minderheiten in der Türkei noch immer für ihre Rechte kämpfen.